Ja, Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zurück hier auf meinem Kanal und zur nächsten Folge von meinem Gamsting Let's Play. Wir sind jetzt bei Folge 21 schon angekommen und man sieht es, wir haben ein neues Gerät auf dem Hof. Es ist ein kleiner Zwischenfall gewesen. Ich habe diese Folge schon aufgenommen einmal. Da hat OBS aber leider wieder einen Fehler mit reingemacht, also konnte ich diese Folge nicht verwenden. Darum habe ich jetzt schon einige Ballen hier gepresst, also das wäre eigentlich die Folge gewesen, die Folge 21, aber wir müssen da jetzt einfach anschließen. Ich habe schon den Häcksler auf Feld 17 gepackt und da sind wir schon zwei, dreimal rundherum gefahren. Wir haben schon zwei Kipper, also 80.000 Liter hier gepresst praktisch mit der Göweil. Die Göweil ist nur gemietet natürlich, sowie auch der Feldhäcksler ist nur gemietet. Den werden wir uns jetzt einmal so lassen, das Ganze. Auch bei der Göweil habe ich bei der Miete nicht die beste Ausstattung genommen, natürlich, sondern eher nur die Standardausstattung, da ich natürlich hier ein bisschen Geld sparen wollte. Und ich würde sagen, wir begeben uns gleich einmal runter zum Feldhäcksler, dass wir gleich einmal wieder etwas häckseln können. Wir werden die Ballen natürlich dann verkaufen. Ein Ballen, glaube ich, ist so rund 3000 Euro wert, also, und wir bekommen ordentlich viele Ballen raus. Wir haben jetzt schon fast einen ganzen Anhänger von 80.000 Litern, also von zwei Anhängern, und wir haben gerade erst einmal bei Feld 17 zweimal rundherum gehäckselt praktisch, also da werden wir ordentlich was bekommen. Wir haben ja Feld 30 ebenfalls noch einmal angebaut mit Mais. Und das können wir dann auch noch häckseln. Wie wir das Ganze dann noch handhaben werden, beim großen Feld 33, glaube ich, ist das, dass wir eben ebenfalls mit Mais bestellt haben. Wie wir das Ganze machen werden, ob wir dann das Ganze in den Fahrsilo oder in den Durchfahrsilo besser gesagt packen oder ebenfalls noch Ballen pressen und das Ganze dann vielleicht einfach lagern einmal, wenn wir für die Kühe noch was brauchen, wenn wir vielleicht einmal ein bisschen Geld brauchen. Das ist immer gut, wenn man hier einen kleinen Polster natürlich noch hat. Da werde ich mich dann kurzfristig entscheiden, wie sich das Ganze hier entwickelt, wie viele Ballen wir jetzt einmal bei diesem Feld hier rausbekommen, beim Feld 17. Das ist ja nicht so groß. Und da werden wir mal schauen, wie viel Ballen wir da jetzt rausbekommen. Wenn wir den ersten Anhänger zusammen haben, werden wir natürlich das erste Mal gleich einmal verkaufen, dass wir ungefähr wissen, was wir für einen Anhänger bekommen. Ganz kurz zur Miete. Ich glaube, die Miete hat mich gut 30.000 Euro gekostet, alleine von der Göweil. Die ist natürlich in der Anschaffung noch viel teurer. Die kostet um die 230.000 oder 240.000 Euro natürlich. Ob wir irgendwann einmal diese Göweil kaufen werden, weiß ich noch nicht, oder ob wir das so belassen, dass wir sie immer mieten, da es ja nicht immer benötigt wird, die Göweil eigentlich nur bei der Maisernte eben benötigt wird. Da werden wir auf jeden Fall dann einmal schauen, wie das am besten geht. Da lege ich mich jetzt eigentlich noch nicht fest, wie wir das Ganze machen. Das werden wir dann etwas spontan machen einfach. Das entscheiden wir dann, wie es uns gerade natürlich passt, wie auch der Geld Stand momentan natürlich dann ist. Ich habe ungefähr ausgerechnet, also für einen Anhänger werden wir dann so ungefähr 50.000-60.000 Euro bekommen, für einen vollen Ballenanhänger. Das schauen wir uns aber gleich an, weil der Anhänger ist dann eh gleich einmal voll, die Ballen sind dann eh gleich einmal voll, da natürlich jetzt praktisch eine Folge voraus ist. Ich habe ja schon eben eine ganze Folge aufgenommen gehabt und die ist eben nicht verwendbar gewesen. Ich hoffe, dass macht euch nichts aus. Ich kann jetzt momentan auch nichts machen. Natürlich, ich nehme die ganze Folge jetzt noch einmal auf. Natürlich, wir sind jetzt klein im Vorsprung eigentlich, aber das macht ja soweit nichts. So, was ist sonst aktuell auf meinem Kanal? Gestern habe ich eine Mod-Vorstellung oder Map-Vorstellung besser gesagt wieder gemacht. Die Westerade, eine sehr, sehr schöne Karte. Also wirklich auch, dass jetzt noch so tolle Karten natürlich für den LS17 rauskommen, das freut mich persönlich sehr natürlich. Die Modder schauen natürlich jetzt auch noch, trotz dass der LS17 natürlich jetzt dann irgendwann abgelöst wird in gut 2 Monaten vom LS19, schauen die Modder wirklich noch, dass die Spieler für den LS17 wirklich noch tolle Modkarten bekommen, generell Mods bekommen. Es ist natürlich etwas weniger geworden, speziell auch für die PS4 natürlich, für die Konsole ist die Mods sind jetzt sehr, sehr wenig geworden. Es waren immer sehr, sehr wenige Mods, aber jetzt kennt man es richtig. Also da ist wirklich die Luft heraus. Da
wird sehr, sehr wenig gemoddet nur mehr, und das war eigentlich immer so. Für die Konsolenversion hat es einfach nicht so viele Mods gegeben. So viel dazu. Eben, wenn du dir die Map-Vorstellung noch nicht angeschaut hast, schau mal vorbei natürlich in meiner Playlist. Da findest du natürlich alle anderen Map- und Mod-Vorstellungen natürlich rund um den LS17 ebenfalls sauber aufgereiht. Auch LS19 Infovideos. Wir haben ja am Freitag wieder natürlich ein Infovideo gemacht von den Factsheets. Es wurden ja wieder neue veröffentlicht. Sehr, sehr interessante Geräte wieder dabei gewesen. Natürlich wieder Geräte dabei gewesen, die man natürlich schon gekannt hat von Gamescom, von Screenshots natürlich, von diversen Demos, die auf der Gamescom gespielt wurden natürlich. Aber es ist trotzdem interessant gewesen, wieder einen kleinen Einblick natürlich in die Geräte für den Landwirtschaftssimulator 2019 zu bekommen. Wie ich auch in diesem Infovideo dann schon erwähnt habe, wird das Ganze dann erst richtig interessant, wenn wirklich einmal Geräte rauskommen, die man jetzt noch nicht gesehen hat, die es vielleicht im LS19 das erste Mal gibt, natürlich die in den vorherigen LS-Reihen noch nicht dabei waren. Da wird das Ganze dann natürlich noch um einiges interessanter. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr darauf. Wenn du dieses Infovideo natürlich auch noch nicht gesehen hast oder meinen Kanal natürlich noch nicht abonniert hast, bitte abonnieren natürlich nicht vergessen. Wenn möglich oder wenn du das willst, natürlich auch die Glocke aktivieren, dann wirst du benachrichtigt, sobald ich ein Video hochlade natürlich, oder wenn du mich nur abonnierst, ohne die Glocke zu aktivieren, ist er einfach oder sind meine Videos einfach in deinem Abo-Feed mit drinnen. Also, wie ich schon des Öfteren erwähnt habe, dich kostet es nichts, wenn du mich abonnierst, du bleibst auf den Laufenden und hilfst natürlich meinem Kanal weiter natürlich beim Wachsen. Umso mehr Abonnenten natürlich ein Kanal hat, umso ja, lieber wird eigentlich geschaut. Ich persönlich mache das eigentlich auch fast immer so. Es sollte eigentlich nicht so sein natürlich, aber auf YouTube ist das sehr ausschlaggebend, kommt mir oft vor, wie viel Abonnenten natürlich ein Kanal hat. Aber ja, das ist halt so. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt natürlich. Wir spielen auf jeden Fall dieses Gamsting Let's Play jetzt einmal bis zum 20. November, oder vielleicht ein paar Tage zuvor werden wir das Ganze beenden natürlich. Wenn der LS19 dann rauskommt, hat man natürlich hier nichts mehr verloren. Da konzentrieren wir uns auf meinem Kanal natürlich voll auf den LS19, das ist ganz klar. Das wird auch so werden. So, wir benötigen hier noch 3 Ballen, glaube ich, und dann ist der Anhänger voll. Dann können wir das erste Mal verkaufen, dann werden wir das erste Mal runterfahren und das Ganze verkaufen. Ich kann hier natürlich nicht alles einfüllen immer, also ein ganzer Anhänger hat hier nicht Platz. Ich habe die Förderkapazität eh schon auf 3 oder 400, glaube ich, erhöht, aber auf 600 das Maximale, das wäre mir dann viel zu teuer gewesen, da wäre die Miete noch um ein paar tausend Euro mehr gewesen. Aber so müssen wir halt ein bisschen warten, und dann können wir das Ganze aber auch recht gut entladen. So, wir werden jetzt gleich heroben, dann warten, bis das Ganze hier, der nächste Ballen dann draußen ist. Dann können wir das Ganze auch schon verkaufen fahren. Wir werden das Ganze hier direkt dann am Hof verkaufen, also unten bei den Kühen. Wird das recht gut funktionieren, schätze ich einmal, da das die Verkaufsstelle ist für Ballen, eben für Stroh, Heu, Grasballen. Also da kann man alles verkaufen, was man so oder was so anfällt eigentlich an Ballen. Das funktioniert recht gut. Hier ist eigentlich der Stroh- und Heuverkauf eigentlich direkt integriert. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache hier auf der Gamsting. Also jeder, der auf der Gamsting auch spielt natürlich und vielleicht das noch nicht entdeckt hat. Ich habe es nämlich vorher noch nicht gewusst. Ich habe es irgendwo gesehen in irgendeinem Video, glaube ich. Da habe ich mir dann gedacht, ja, dann machen wir das eigentlich auch so, dass wir das Ganze hier dann gleich direkt verkaufen. So, wir fahren zurück Richtung Misthaufen natürlich, hier Richtung Stroh- und Heuverkauf, und werden das Ganze dann hier natürlich gleich wunderbar verkaufen. Wir werden schauen, was wir hier bekommen für das Ganze. Wir werden vielleicht noch einmal ein Stück vorfahren, dass hier nicht ein Ballen hinten rumgeht, und werden das Ganze entladen. Wie entladen wir noch einmal diesen Anhänger mit der Taste Z? Jawohl, wir haben hier einiges an Geld bekommen. Wow, das war gar nicht so schlecht. Wow, wow, wow. Also da
werden wir einiges zusammenbekommen, werden wir zwei, drei Felder hier auf jeden Fall pressen. Das ist sicher eine sehr, sehr interessante Variante. Also da haben wir uns richtig entschieden, dass wir das mit der Göweil hier machen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen. So, wir backen hier gleich wieder her und laden das Ganze hier natürlich gleich wieder auf. Wir stellen den Motor hier mal ab. Aber wir müssen nur aufpassen, in der vorherigen Folge ist es mir passiert, dass hier der Motor ausgegangen ist. Dann wird natürlich nicht mehr weiter gewickelt oder weiter gepresst, aber das werden wir schon in den Griff bekommen. Wir begeben uns wieder runter zum Feld. Wir haben jetzt schon 191.000 Euro auf der Kante, also da ist wirklich die Investition oder die 30.000 Euro Miete sofort herinnen. Also mit einigen Ballen hat man das sofort drinnen, da diese Ballen sich einfach sehr, sehr gut verkaufen lassen. Wir bekommen hier für einen Ballen 5.782 Euro. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, eine sehr tolle Sache und da wächst natürlich der Kontostand stark an. Wir werden das Ganze natürlich wieder investieren in unsere Geräte, in unsere Tiere natürlich auch. Wir werden noch ein paar Schafe natürlich dazu kaufen. Wir werden natürlich wieder Kühe dazu kaufen und natürlich auch unseren Maschinenpark natürlich erweitern. Das ist ganz klar, dass wir uns das Geld nicht einfach so behalten, sondern wir werden das Ganze dann natürlich wieder investieren. Das ist ganz klar. Ich hoffe, das ist euch auch klar, dass wir das Ganze investieren. Wenn du sagst, dieses und dieses Gerät möchte ich vielleicht gerne einmal sehen oder probiere diesen und diesen Wirtschaftszweig vielleicht aus oder das und das sollten wir als nächstes machen, dann bitte ab in die Kommentare damit. Ich bin hier wirklich offen für alles. Ich probiere natürlich alles aus, wenn es mir halbwegs reinpasst. Mit den Schweinen werde ich nicht mehr anfangen, das habe ich das letzte Mal eh auch schon erwähnt, glaube ich. Da es für mich zeitlich einfach nicht mehr drinnen ist, ich möchte das Ganze jetzt mehr auf die Kühe und auf die Schafe fokussieren und weniger mit den Schweinen anfangen. Nur, dass das so viel geklärt ist, also mit den Schweinen fange ich eigentlich nicht mehr an. Nicht, dass der eine oder andere vielleicht meint, mit den Schweinen könnten wir noch anfangen, aber was mir einmal sympathisch wäre, vielleicht könnten wir das nach dem Häcksel machen, da wir dann vielleicht ein bisschen Geld haben, dass wir uns ein bisschen Forstequipment kaufen, dass wir vielleicht ein bisschen in den Forst gehen. Hier auf der Gamsting sehr, sehr interessante Forstgebiete, kann man wirklich wunderschön arbeiten, habe ich schon einmal durchgeschaut ein bisschen. Ich habe ja schon einige Stunden auch vorher, vor diesem Let's Play hier besser gesagt, auf der Gamsting verbracht und habe mir natürlich die Karte ein bisschen angeschaut. Das ist ganz klar und ich habe mich dann natürlich dann auch entschieden, hier ein Let's Play zu machen, da für mich persönlich diese Karte wirklich sehr, sehr gut für ein Let's Play gestaltet ist. Es ist eine wunderschöne Karte, man findet sich toll zurecht, man hat viele Sachen, wir können viele Sachen machen natürlich auch, also das funktioniert alles einwandfrei. So, dieses Feld ist jetzt abgeerntet, wir werden zum nächsten Feld fahren und dann ist die Folge eh schon wieder fast zu Ende, also die Viertelstunde ungefähr, die ist immer schnell hier, also da übersieht man die Zeit wirklich. Wir haben jetzt schon einige Ballen verkauft, eben wir haben schon wieder einige Ballen gepresst. Das erste Feld ist abgeerntet. Man hat zwar nicht alles gesehen von diesem Feld, aber den Großteil hat man wirklich gesehen und das ist auch gut so. So, wir klappen das Ganze hier einmal auf und wir werden vielleicht noch den Anhänger hier vollfüllen. Wir werden auf jeden Fall hier einmal die Kursaufzeichnung beginnen. So, wir haben hier Feld 30, das haben wir glaube ich selbst erstellt. Ja, Feld 30 zweimal, ja, das passt. Ja, das sieht gut aus. Wir fahren ein Stück zurück und dann kann der Kollege hier dann schon anfangen natürlich mit dem Häckseln hier. Wir kommen dann natürlich gleich nach. Wir stellen hier den Abfahrer ein und fahren gleich runter. Ja, diesen Anhänger machen wir auf jeden Fall noch voll, diese Folge, und dann werden wir die Folge auch beenden natürlich. Dann geht es das nächste Mal weiter. Das nächste Mal werden wir dann noch das Feld 30 natürlich dann abernten. Und was wir mit dem großen Feld 33 machen, wo wir den Mais angesät haben, das weiß ich eben noch nicht. Wir schauen einmal, wie viel Geld wir jetzt zusammenbringen dann. Wir werden vielleicht dann noch ein paar Ballen pressen, da wir gerade die Göweil da haben. So, wo fährt der Kollege jetzt hier lang? Der ist am falschen Kurs hier, würde ich ja mal sagen. So, der ist hier am falschen Kurs. Du musst hier runterfahren.
Ja. So wäre das besser. Abfahrt einstellen und es geht los. Ja, jetzt hat er den richtigen Kurs erwischt. Immer nicht so einfach mit dem Cosplay hier auf der Gamsting. Generell etwas schwierig mit Cosplay. Funktioniert nicht so wirklich gut. Wenn man das Ganze einmal halbwegs eingespielt hat, funktioniert das. Einige Felder funktionieren gar nicht. Feld Nummer 8 beispielsweise, da erkennt er den Kurs nicht. Aber das ist ja weiter nicht schlimm. Wenn man das Ganze weiß, dann kann man sich ja darauf einstellen, natürlich, dass es auf einigen Feldern vielleicht auch nicht funktionieren wird. Wir sind da selbst natürlich schon drauf gekommen. In den vorherigen Folgen sieht man das auch auf Feld 8, dass das nicht erkannt wurde. Ich glaube, das erste Mal ist da auch Mais drauf gewesen oder irgendeine andere Fruchtsorte. Wir wollten halt mit Cosplay häckseln oder sehen, irgendetwas von den beiden. Es hat natürlich nicht funktioniert. Wir hatten hier eine chaotische Folge auf jeden Fall dabei. Da ich vorher nicht gewusst habe, dass das auf Gamsting nicht funktioniert oder etwas schwierig ist mit Cosplay, aber wir haben das Ganze dann recht gut hingebracht mit dem normalen Helfer. Schau da einfach einmal in die Playlist rein. Dann wirst du sofort wissen, von was ich jetzt gerade spreche. Natürlich, Feld 33, wie ich erwähnt habe, ist ebenfalls mit Mais bestellt. Das ist ein riesengroßes Feld. Da sind sicher größer als Feld 30 und 17 zusammen. Sicher noch einmal so groß als die zwei Felder. Also da bekommen wir auch noch ordentlich Mais herunter. Aber das schauen wir uns eben dann später an, was wir mit diesem Mais natürlich machen. Mit dem Ballen natürlich, mit der Gyweil, das Pressen und das Verkaufen, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Geldidee. Da kommen wir schnell an Geld. Das hat man jetzt gesehen. Da hat man gleich einmal 100.000 und mehr. Das ist überhaupt kein Problem mit einem Anhänger voll mit Ballen. Also da muss man schon ordentlich etwas anderes abernten, natürlich um so schnell einen Ertrag zu erhalten oder besser gesagt, um so schnell das Ganze wirklich Geld zu verdienen und so gutes Geld natürlich zu verdienen. So, wir sind angekommen, es sind 17 Minuten schon rum, wir sind schon in der Überzeit. Wir schauen noch ganz kurz auf den Hof rüber, also hier wird schon fleißig wieder gepresst. Hier ist schon wieder alles stehen geblieben. Das habe ich zuerst gemeint. Also da muss man öfters schauen gehen, ob das Ganze doch noch arbeitet. Und es arbeitet jetzt wieder. Also wir haben den nächsten Ballen draußen. Der Anhänger ist schon wieder fast halb voll. Also wir werden hier noch ordentlich die nächste Folge Geld verdienen und werden uns hier jetzt noch zwei, drei Folgen vielleicht aufhalten mit der Gühweil, bis der ganze Mais runter ist. Und dann haben wir wieder Zeit für ein anderes Projekt auf dieser Karte, natürlich für eine andere Arbeit auf dieser Karte. Wir werden dann das Geld natürlich wieder investieren in Kühe, in Schafe natürlich und auch in neue Maschinen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du das Video auch bewerten würdest, wenn du das ein oder andere nette Kommentar da lassen würdest, vielleicht was du das nächstes sehen willst hier auf der Karte und natürlich auch abonnieren und das Video nicht auch teilen nicht vergessen. Also bis demnächst. Ciao.